beste Mascara. Ich habe sehr viel Sushi gekauft. Mein Lieblings-Skincare-Produkt mache ich meinem Bruder jetzt Mac and Cheese. Ich habe mir gedacht, ich baue in diesen Vlog das Format Marie zeigt mir mal mit ein. Ich glaube, das kennen auch viele. Ich liebe es, solche Videos anzuschauen. Und deshalb machen wir das heute. Ich habe mir auch alles notiert. Nummer 1. Marie, zeig uns mal dein Lieblings-Make-up-Produkt. Und ich liebe Make-up und ich kann mich, glaube ich, da gar nicht entscheiden, was mein Favorite-Make-up-Produkt ist. Aber wir schauen mal nach. Also hier ist da so eine Schublade, die ist wirklich nicht aufgeräumt. Und ich schaue jetzt mal, was mein Favorite-Make-up-Produkt ist. Ich habe zwei Produkte rausgesucht, die zu meinen Favorites gehören. Ich kann mich eigentlich gar nicht entscheiden. Nummer 1 ist der Flawless Filter von Charlotte Tilbury. Er ist mein Schatz. Ich liebe ihn. Ich benutze ihn jeden Tag, seitdem ich den habe. Ich habe den tatsächlich noch nicht so lange, aber er ist mein Schatz. Nummer 2, ein Produkt, das ich auch wirklich jeden Tag benutze. Bin ich fokussiert. Die Lancôme Idol Mascara. Ich habe zwei von ihnen. Und ich liebe sie auch sehr. Hier seht ihr nochmal die Bürste. Einfach beste Mascara. Zeig uns mal deinen Schminktisch. Das passt eigentlich richtig gut jetzt. Ich hatte früher diesen 0815 IKEA Schminktisch und da steht immer noch im Keller. Und ich weiß nicht, was ich mit dem anfangen soll. Aber jetzt habe ich wirklich meinen Traumschminktisch. Ich liebe, liebe meinen Schminktisch. Und ich zeige ihn euch jetzt mal. Das sind einfach so zwei Kellogg's Regale, glaube ich, heißt es, und eine Platte. Das habe ich mal auf Pinterest gesehen und ich finde das so, so schön. Hier haben wir meinen Parfümaufsteller. Hier ist so eine Fake-Blume, Bilder und ein Wattepad-Spender, wo eigentlich gar keine Wattepads drin sind. Hier sind Pinsel, meine Lieblingslippen und meine Lieblingswimpern-Augenprodukte. Dort hinten ist mein geliebter Dyson. Hier ist noch ein kleiner Spiegel, weil ich brauche immer einen kleinen Spiegel, weil ich kann mich mit dem irgendwie nicht so gescheit schminken. Und muss ich noch ein bisschen überlegen, was ich mache. Das ist einfach meine Abschlussblume, die habe ich zum Abschluss bekommen. Das habe ich in Italien bei so einem Markt gekauft. Ich kann euch noch ein paar Schubladen zeigen, aber die sind sehr, sehr messy. Hier sind meine Lieblings-Make-up-Produkte. Einfach nur random Stuff. Hier sind so ein paar Skincare-Produkte. Haarprodukte. Das war jetzt mein Schminktisch. Machen wir weiter. Und was ich noch sagen möchte, heute fahren mein Bruder und ich in die Stadt, denn wir gehen zu Starbucks und ich hole mir noch Sushi. Also echt geil, geiler kann es nicht werden. Zeig uns mal dein Lieblingsbuch. Ich lese seit kurzem erst wieder, aber ich zeige euch jetzt mein Lieblingsbuch. Ich kann mich zwischen den beiden irgendwie nicht entscheiden, deswegen zeige ich euch einfach beide. Einmal das Buch von Colleen Hoover, das Verity, das kennen auch richtig viele, habe ich von TikTok. Und Selection, das habe ich zu Weihnachten bekommen. Habe ich auch die ganze Reihe durchgelesen, aber ich fand das am besten. Mein Lieblings-Skincare-Produkt. Ich probiere momentan vieles aus, also ich zeige euch jetzt einfach mal, was ich davon am liebsten mag. Nummer 1 ist das Produkt von 123. Das ist ein Glow-Fluid, keine Ahnung, das tut halt deine Haut richtig schimmern lassen. Das finde ich richtig geil. Das ist echt geil. Also kann ich wirklich empfehlen. Den hier habe ich mir am Freitag, also vor 3 Tagen ungefähr, gekauft bei Rossmann. Der ist richtig im Hype auf TikTok und im Regal war das auch der letzte. Deswegen musste der mit und ich finde ihn echt cool bis jetzt. Kann ich auch nur empfehlen. Und mein letztes Favorite Skincare-Produkt ist die Magic Cream von Charlotte Tilbury. Leider habe ich sie noch nicht in Originalgröße. Aber ich habe sie schon öfter in Testversion gehabt und ich liebe sie. Ich benutze die auch jeden Tag und dank ihr ist meine Haut nicht mehr so trocken, wie es davor war. Das war echt krass, also richtig feuchtigkeitsspendend. Sehr eine geile Creme. Brauche ich definitiv in Originalgröße. Zeig uns dein Lieblingsparfüm. Parfüms sind ja voll mein Ding. Ich könnte tausende Parfüms haben. Es gibt niemals genug Parfüms für mich.
Aber ich habe ein Parfüm und es hat mich so umgehauen, als ich dran gerochen habe. Und ich zeig's euch mal. Das ist das hier von Mugler oder wie man das ausspricht. Das ist das Alien Parfüm. Ich liebe es. Ich liebe es. Ich weiß nicht, wie oft ich jetzt schon sage, ich liebe es, aber es sind einfach meine Favorite Produkte. Aber ich habe noch ein zweites Parfüm, das ich euch zeigen möchte. Und zwar das Lancôme La Vie Est Belle. Liebe ich auch. Das war davor immer mein absolutes Lieblingsparfüm. Es ist immer noch mein Lieblingsparfüm, aber halt mit dem Alien zusammen. Es ist so schön. Es ist so schön. Ich mag es auch so sehr. Es riecht richtig gut. Lieben wir. Zeig uns mal deine Kamera. Das mache ich jetzt mal eben. Ich habe die Canon G7X Mark II, heißt die, glaube ich. Und da kann man das auch so nach oben klappen. Ist auch richtig geil fürs Vloggen. Ein sehr interessanter Punkt. Marie, zeig mir mal dein Abschlusszeugnis. Das ist, by the way, mein Outfit für heute. Richtig basic. Hier ist es auch schon drin. Ich habe jetzt bloß die Hand davor, weil da sieht man den Namen meiner Schule oder meiner ehemaligen Schule. Ich habe das oben jetzt mit einer Palette abgedeckt. Aber hier seht ihr jetzt meine Noten. Also Mathe ist ein bisschen mies gelaufen, aber sonst eigentlich ganz gut. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, was da unten als Text steht. Deswegen lesen wir den zusammen durch. Ich habe keinen Plan mehr, was da steht. Marie war eine ruhige und sehr freundliche Schülerin, die dem Unterrichtsgeschehen stets aufmerksam und konzentriert folgte und diesen kontinuierlich mit überaus durchdachten Beiträgen zu bereichern wusste. Die schreiben da einfach irgendein random Zeugs dahin. Lobenswert hervorzuheben war ihr konstanter Fleiß sowie die beständige Gewissenhaftigkeit und Sorgfalt bei schulischen Arbeiten. Bei Aufgaben im Team brachte sie sich mit konstruktiven und weiterführenden Ideen ein und bewies dabei ein hohes Maß an Kooperationsbereitschaft und Teamfähigkeit. Also wenn ich was nicht bin, dann ist es teamfähig, weil ich irgendwie immer alles selber machen möchte. Mitschülern und Lehrkräften gegenüber legte Marie zu jeder Zeit ein vorbildliches Benehmen an den Tag. Ja, das stimmt. Ich war zu jedem lieb. Deine Starbucks-Bestellung. Also das werden wir später zusammen machen. Ich nehme euch mit, wenn wir zum Starbucks fahren. Deswegen machen wir das später. Zeig uns dein Lieblingsfrühstück. Ich habe mir gerade Frühstück gemacht und ich zeige euch jetzt, was es ist. Wer meine letzten Videos gesehen hat, weiß, was es ist. Meine geliebte Smoothie Bowl mit Erdbeeren, Himbeeren, Proteinpudding und Mandelmus. Ich lieb's. Essen! Komm! Hat auch keinen Hunger. Er hat immer Hunger. Lecker, lecker. Komm. Komm. Ich bestelle jetzt das Sushi, das wir später abholen werden. Es gibt so viele geile Sachen. Ich glaube, ich habe alles jetzt. Und jetzt gehen wir mal zum Einkaufswagen. Ich mache jetzt mal eine Bildschirmaufnahme, dann seht ihr, was ich bestellt habe. Einmal hier Rucola-Maki, Kappa-Maki und Yasai. Yasai. Das ist aus Mango, Avocado, Rettich und dann Sesam. Meine Bestellung ist jetzt durch und wir fahren in so einer guten Stunde los. Ich bin happy. Zeig uns mal das erste Bild in deiner Galerie. Ich gehe jetzt ganz hoch. Ich blende es euch jetzt hier ein. Das ist ein Bild. Da war ich mit meiner Mom und mit meinem Dad, glaube ich, im Zoo. Und diese Sonnenbrille, muss ich schon echt sagen, ist sehr, sehr schick. Jetzt nochmal sowas ähnliches. Zeig uns dein letztes Bild in der Galerie. Das letzte Bild in meiner Galerie ist das hier. Das ist ein BeReal. Ich habe es gespeichert, weil ich es echt, echt süß finde. Zeig uns mal deine Lieblingsserie. Ich habe mehrere Lieblingsserien, weil ich ein richtiger Seriensuchti bin. Meine Nummer 1 wird immer bleiben, The Vampire Diaries. Ich liebe diese Serie über alles. Ich habe die auch schon 17 Mal angeschaut, in Englisch und in Deutsch. Eine weitere Serie, die ich richtig, richtig geil finde, ist Outer Banks. Ich habe die auch schon ein paar Mal durch, ich weiß gar nicht wie oft, aber auch schon ein paar Mal. Und ich finde die Charaktere geil, ich finde die Story geil und diesen Outer Banks Vibe finde ich auch richtig, richtig krass. Gossip Girl finde ich auch cool. Ja, das war's. Zeig uns ein Kinderfoto, also das habe ich eigentlich eh schon gemacht, aber ich zeige euch jetzt einfach nochmal eins. Und zwar das hier. Ja, das war ich früher. Zeig uns deine Nägel. Also noch habe ich ganz normale Nägel. Also ich habe keine Gelnägel drauf. Ich hatte sonst immer Gelnägel, aber irgendwie in den letzten Monaten hatte ich sie irgendwie nicht. Ich weiß gar nicht warum. Aber ich habe jetzt am Freitag einen Termin in München
Und ich gehe mit einer Freundin da Nägel machen. Ich kann euch gerne mal einblenden, welche Nägel ich machen möchte. Aber ich freue mich wirklich schon so sehr, weil ich fühle mich so leer ohne meine Nägel. Zeig uns mal deinen Hund. Sehr, sehr gerne. Der flackt auch neben mir. Einen Moment. Ich habe hier auch ein bisschen was zum Bestechen. Komm mal mit, Merlin. Männchen. Super. Sitz. Platz. Und Rolle. Ja, passt. Jo. Zeig uns mal deine Kunst. Also ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber ich male übertrieben gerne. Ich glaube, das hat man schon am Anfang des Videos gesehen. Und ich bin gerade dabei, ein neues Bild zu malen. Ich zeig's euch mal. Also das ist jetzt mein neuestes Bild. Ich bin also überhaupt noch gar nicht fertig. Ich bin jetzt erstmal beim Hintergrund und bei diesen beiden Figuren. Aber das Bild wird ganz, ganz voll sein. Ich kann euch aber noch ein paar Bilder einblenden, die ich gemalt habe. Ich war ja auch in der Kunstklasse. Also von der 7. bis zur 10. Klasse hatte ich Kunst als Hauptfach. Leute, wählt das bitte nicht. Ich kann euch wirklich raten, wählt nicht Kunst. Es ist einfach nur Theorie. Es ist nicht Malen. Es ist nur Theorie. Meine Eltern sind im Urlaub und deswegen sieht es hier ein bisschen aus. Und ich würde sagen, ich räume jetzt die Spülmaschine aus. Und dann muss ich auch noch meine Kamera aufladen, weil ich nehme euch ja mit zum Starbucks, damit ihr sehen könnt, welches Getränk ich mir dort immer bestelle. Das ist jetzt das Fit für die Stadt. Und natürlich dürfen diese Becher nicht fehlen, das sind einfach Life Changer. Also falls ihr sowas in eurem Starbucks findet, kauft das, nehmt es euch mit, 2,50 Euro. Und ihr kriegt dann immer die Getränke zum gleichen Preis, aber da ist einfach mehr drin. Kleines Problem, ich finde keine Socken mehr. Das ist jetzt das Fit. Ah, ich finde keine Socken. Merlin, schau mal her. Der Starbucks ist jetzt ausgetrunken. Hier ist auch nochmal Merlin. Hallo? Hallo? Sushi Hall. Ich habe sehr viel Sushi gekauft. Eigentlich habe ich nicht geplant, so viel Sushi zu holen. Ich habe noch nicht reingeschaut. Okay, geil. Das werde ich zwar erst am Abend essen, aber ich zeige es euch trotzdem mal schon. Okay, geil. Ich habe viel zu viel Sushi bestellt, aber trotzdem sehr geil. Ich zeige es euch mal. Weil ich die absolut beste Schwester auf der Welt bin, mache ich meinem Bruder jetzt Mac and Cheese. Er ist absoluter Käsesuchti. Ich persönlich mag Käse gar nicht. Meine Mom schickt mir auf Insta immer diese ganzen Reels. Das hat sie jetzt für sich entdeckt. Und dabei war einmal Mac and Cheese und mein Bruder hat gefragt, ob ich das ihm mache. Und das mache ich jetzt auch. Wir haben bloß ein Problem und zwar, wir haben keine Macaroni, sondern nur diese hier. Solche Mini-Verfalle. Wir haben jetzt nur so einen Gouda. Ich muss den jetzt schnell in den Thermomix geben und ein bisschen mixen, weil so kann ich das nicht drüber geben. Und meine Mom, das sieht, dass ich jetzt kein Schneidebrett benutze, dann. Das passt schon so. Wird schon klappen. Wir haben hier solche Cheddar-Käsescheiben. Er liebt Cheddar. Deswegen benutze ich Cheddar. Gönnt euch mal, wie viel Käse das ist. Also mir wäre das viel zu viel. Jetzt kommen die Mini-Verfalle, also eigentlich die Macaronis rein. Aber ich nehme jetzt einfach die. Hä, wie süß sind die denn? 500 Milliliter Wasser. Eigentlich 200 Milliliter Sahne. Salz. Pfeffer. Und mein Bruder ist absoluter Chili-Fan, deswegen gibt es noch ein bisschen Chili. Jetzt kommt noch der ganze Gouda da drüber. Also ein Käse wird hier nicht gespart. Et voilà, jetzt kommt es gleich für eine halbe Stunde in den Ofen. Und fertig. Ah! Scheibenkleister.
Jetzt sind die Mac and Cheese fertig. Ich hoffe, die sind fertig. Ist die Alufolie auch heiß? Ich glaube schon. Die dauern noch ein paar Minuten. Ich bin ein Mensch, ich brauche immer eine Beilage. Immer. Entweder einen Salat, Gemüse oder keine Ahnung. Deshalb mache ich mir noch Brokkoli zu dem Sushi dazu. Er schmeckt so geil, wie ich das mache. Wir nehmen uns eine Pfanne und ich habe jetzt dieses Ölspray von More Nutrition. Das gebe ich ein bisschen hier rein. Alles klar. So, das dürfte passen. Das braten wir jetzt erstmal an und dann würzen wir das Ganze. Und das macht's aus. Ich gebe jetzt noch ein bisschen Käse drüber, weil es ist ihm nicht cheesy genug. Mein Bruder hat sich jetzt seine Portion geholt und so viel ist jetzt noch da. Jetzt kommen wir zum Würzen. Einmal nehme ich dieses Gewürz. Also das ist das absolut geilste Gewürz, das es gibt. Das haben wir in 1 Kilo bestellt. Also es kommt halt in 1 Kilo an. Auch richtig cool. Und noch Salz. Ich werde jetzt auch nicht alles an Sushi essen, weil die haben hier sogar schon 2 Stäbchen rein, weil sie dachten, das ist für 2 Leute. Und was auch richtig cool war, ich habe so eine Barista beim Starbucks, die mich halt gut kennt. Und die weiß schon meine Bestellung und bei ihr kriege ich es irgendwie immer günstiger. Heute war viel los und es waren 2 an der Kasse. Und vor mir war jemand, der dann zu dieser Barista gehen sollte. Die Barista hat den Kunden aber zu anderen geschickt, damit ich zu ihr kann. Die ist einfach süß. Die ist richtig, richtig lieb. Ich würde sagen, ich tue von jedem ein bisschen was drauf. Ich habe gesagt, ohne Frischkäse, weil ich mag keinen Frischkäse in Sushi. Die haben keinen Frischkäse rein. Ehre. So eins muss auch sein. Ich noch ein kleines Schälchen für die Sojasauce. Die haben mir auch übertrieben viel Sojasauce rein. Vertraut, diese Soße zu Sushi ist absolut Bombe. Und das werde ich mir jetzt gönnen.